Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Part, würde ich mal sagen. Wir haben aber jetzt, wie ihr schon gesehen habt im letzten Part, tatsächlich die Hauptstory durch. Aber es geht noch weiter, ob ihr es glaubt oder nicht. Es ist ja genauso wie bei Pokémon Shiny Diamant und leuchtende Perle. Etwas so, wie wenn man die Hauptstory durch hat und dann kommt noch was danach. Ich würde einfach mal sagen, aufgrund der Vollständigkeit werden wir das auch noch machen. Aber wir werden ab hier tatsächlich eine Art zweite Staffel beginnen. Die erste Staffel hieß sozusagen die Katastrophe in Hisui, wo wir auch schließlich wieder den Frieden gebracht haben. Und die nächste Staffel wird heißen, was geschieht danach? Beziehungsweise das After-Gameplay. Und wir haben tatsächlich im Fundsachenforum wieder was Neues reingebracht. So ungefähr. Ja. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, dass wir mal mit den ganzen Leuten reden. Also wir haben offscreen so ein bisschen trainiert und so, das versteht ihr sicher. Und da wollen wir doch einfach mal gucken, was wir jetzt eigentlich sagen, was jetzt eigentlich der Plan ist. Hattest du auf dem Fest Spaß? Sehr sogar. Verstehe. Es war ja auch viel los. Ich glaube, ich habe sie noch nie so ausgelassen gesehen wie beim Fest. Kommandantin Celestis. Das haben sie sich nur eingebildet, Professor. Wie dem auch sei. Ihr Bericht zum Pokédex, bitte. Ja, und das, was wir hier gesehen haben mit dem Wurmbild, das haben wir sicher auch nur eingebildet, oder? Ich weiß, ihr Geheimnis Celestis. Sie haben eine Phobie gegen Wurmbild. Der hitzige Stand diesbezüglich der Vervollständigung des Pokédexes kann sich durchaus sehen lassen. Allerdings glaube ich, dass wir noch mehr Pokédex-Aufgaben erledigen sollen. Zudem scheint es in der Hisui-Region Pokémon zu geben, von deren Existenz nur in Legenden berichtet wird. Ob wir diesen Erzählungen wohl wirklich nachgehen können? Wir wissen noch zu wenig über die Geschichte und die Legenden der Hisui-Region. Hallo, hallo. Ich habe zufällig gehört, was ihr gerade gesagt habt. Wenn es euch um die Geschichte und Legenden der Hisui-Region geht, dann seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Ich habe öfter mal blau gemacht und ich meine natürlich, wenn es die harte Arbeit bei der Ginkgo-Gilde erlaubt hat, habe ich die Region der Hisui-Region aufgesucht. Daher bin ich überzeugt, dass ich euch einiges über legendäre Pokémon beibringen könnte. Oho, das klingt vielversprechend. Dafür wären wir Ihnen wirklich äußerst dankbar. Nils, diese Aufgabe geht an dich. Höre dir an, was der Händler zu berichten hat und kooperiere mit ihm. Falls nötig. Wir werden derweil versuchen, auf andere Weise Informationen über Pokémon zusammenzutragen. Wunderbar, wie wäre es, wenn wir uns in der Anhöhenbasis treffen, Nils? Mythenjäger. Ich hätte da nämlich noch eine Bitte an dich. Bis später. Guti. Dann würde ich mal sagen, dass wir die Questtafel mal angucken. Das können wir machen. Es ist die Nebenmission verfügbar. Ein prächtiger Pilz. Mit Mauls Hilfe könnten wir mehr über den Pilz von Parasek herausfinden. Ran die Forschung. Ein Nasknet für Orientierungslose. Ich spreche mit Soraya, also vom Produktionstrupp und erfahre, worum es genau geht. Evolis Entwicklungen. Florian vom Bautrupp hat einen Auftrag für uns. Es geht um die Entwicklung seines Evolis. Hör dir an, was er zu sagen hat und erfahre, was du für ihn tun kannst. Kämpfen mit Pachirisu. Hiroki vom Sicherheitstrupp hat uns den Auftrag gegeben, herauszufinden, wie man mit Pachirisu möglichst effektiv kämpfen kann. Hör dir an, was er zu sagen hat und mach dich ran an die Forschung. Ein Zeichen der Dankbarkeit nehmen wir.
Mahiru vom Diamantclan wurde wohl vor langer Zeit von einem Pokémon gerettet. Sprich mit ihr und geh der Sache auf den Grund. Da kommt sehr wir beide auf uns zu. Und ein tiefschwarzer Albtraum. Uns hat ein Bericht über die Sichtung eines angsteinflößenden Pokémon erreicht. Sprich mit Duncan im Professor Lavins Büro und versuche es zu fangen. Bist du derjenige, der meinen Auftrag angenommen hat? Dann kommen wir mal gleich zur Sache. Eine alte Legende in Hisui erzählt von einem dunklen Albtraum, der Menschen nachts auf einsamen Fahrten heimsucht. Ich glaube eigentlich nicht an solches Zeug, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das schreckliche schwarze Pokémon, das so aussah, wie in der Legende überliefert wird. Es heißt, wer in einem von ihm erzeugten Albtraum gefangen wird, wache nie wieder auf. Wir müssen also was unternehmen, bevor jemand zum Opfer fällt. Ich habe das Pokémon auf halber Strecke zum Gipfel des Kraterbergs gesehen, in der Nähe der Kletterklippe. Ich war nachts allein unterwegs und wie es die Legende besagt. Aber pass auf, dass du dich nicht erwischt, dass es dich nicht erwischt, hörst du? Guti. Gibt's sonst noch irgendwas zu sagen? Ah, Nils! Hättest du etwas gegen die Pokémon, die mir hier im Büro bei meiner Arbeit geholfen haben, für deine Forschungsexpedition mitzunehmen? Das mache ich gern. Great! Ihr werdet bei der Forschung bestimmt viel Spaß zusammen haben. Otaro erhalten. Baus! Geil! Ich habe einfach mal Otaro und Baus! Und jetzt sind auch die ganzen Gehege hier leer. Die waren nämlich Feuerriegel gewesen. Glaube ich. Und Bautz war hier. Jedenfalls haben wir jetzt alles angenommen. Und wir haben sehr viel zu tun, wie ihr wisst. Wir haben nicht nur ein Pokédex zu vervollständigen, wir haben vor allem auch Nebenquests zu tun. Dann würde ich einfach mal gleich mal gucken, was wir hier als erstes machen können. Der Mythenjäger, seine Hauptquest. Ein großes Bammelin zum Beispiel können wir einfach mal abschließen. Denn wir haben ja jetzt ein großes Bammelin uns offscreen gefangen. Ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben tatsächlich jetzt dieses Alpha-Bammelin getroffen, was wir uns hier geholt haben. Und dieses Bammelin werden wir jetzt wahrscheinlich abgeben müssen. Bamme! Hast du ein Bammelin für mich, das größer ist als meins? Warte, ich habe ganz viele Pokémon gefangen. Welches davon war das Alpha? Das ist es. Kaum zu glauben. Ich hatte zwar gehört, dass es individuelle Unterschiede geben kann, aber dass sie so groß sein würden, hätte ich nicht gedacht. Man könnte glatt meinen, es handelt sich um ein Elternteil und dessen Kind. Jetzt sind wir eine kleine Familie. Ist es nicht süß, wie das kleine Bammelin sein Näschen zu uns hochstreckt? Und der Schwimmreifen des Großen vermittelt so ein Gefühl von Sicherheit, findest du nicht auch? Unterschiedlich große Pokémon derselben Art machen wirklich einen ganz anderen Eindruck. Vielleicht könnte es für deine Forschung interessant sein, beim Fangen auf die Größe der Pokémon zu achten. Das war ich schon immer. Vielen Dank, dass du mir diesen Gefallen getan hast. Die Arbeit im Forschungstrupp kann zwar hart sein, aber du schaffst das schon. Du hast nicht genug Platz in deiner Tasche. Mal wieder. Stimmt, ich habe es noch nicht gelernt. Welch Schmach. Es gibt hier doch noch was zu sehen. Sehe ich hier gerade. Stimmt, ich soll auch noch dem Buku wahrscheinlich Bericht erstatten. Fällt mir gerade ein. Ich will erstmal meine Items abladen. Du hast wieder was Neues? Stein mit Schneemuster. Stein mit Schneemuster. Die haben den Eisstein jetzt eine individuelle Form gegeben, sozusagen. Da will ich hin. So, dann lagere ich das hier ein, das hier ein. Alter, ich habe 13. Eine Dubios-Disc. Evolutions-Items.
Also ich muss sagen, was ich offscreen gemacht habe, ist vor allem die ganzen Dinger ja abgesucht, die ganzen Raumzeitverzerrungen. Und dabei habe ich tatsächlich ganz schön viele Items gekriegt, die man regulär eigentlich nur per Unterstützerpunkte bekommen würde, wie zum Beispiel diesen Sternstaub hier. Oder vielleicht auch die TP-Bomben, die bekomme ich vor allem beim Alpha-Töten. Zähpilz. Dann noch dieser Honig. Ah, dieser Stein. Und das alles. Die Bälle können wir erstmal behalten. Oh, dann gehen wir einfach mal wieder rein, würde ich mal sagen. Ich denke nämlich, dass es speziell noch was bei dem Boku geben wird. Der hat sich ja bei uns ja erst letztens bei der Expedition entschuldigt, dass er den falschen Weg gegangen ist und uns verdächtigt hat, dass wir ja damit zu tun hatten mit dieser Raumzeitgeschichte, weswegen er uns verbannt hatte und uns aus dem Team warf. Oh mein Gott, das Evoli hat sich weiterentwickelt. In letzter Zeit wird oft davon gesprochen, Jubeldorf auszubauen und gleichzeitig neue Dörfer zu gründen. Und so kamen dann wahrscheinlich auch Sandgämme und so zustande. Selbst wenn es dir gelingt, alle Pokémon in Hisui zu fangen, gibt es auf der Welt noch viel mehr Pokémon dort nicht. Ich glaube, damit hat sie recht. Du hast ein Pokémon gefangen, das als Gottheit verehrt wird. Wie fühlt sich das an? Ziemlich gut, würde ich sagen. Die Pokémon scheinen uns Menschen aus eigenem Willen anzunähern. Ansonsten würden sie doch einfach in der Weide fliehen, meinst du nicht auch? Ich frage mich, wie sich Hisui entwickelt, wenn Menschen und Pokémon immer mehr Umgang miteinander haben. Werde ich ja sehen. Mittlerweile leben viel mehr Pokémon im Dorf. Unsere Lebenssituation hat sich wirklich rasant verändert. Das habt ihr alles mir zu verdanken. Ist doch noch was, oder? Das Nachtarad sich entwickelt. Hier ist nichts. Gibt es da nicht irgendwo noch eine Treppe runter? Moment. Was ist denn hier? Das stimmt ja, Mina. Mina im Kobaltküstenland. Ey, was passiert? Du bist sicher wegen meines Auftrags. Bezüglich gilt Bunke hier. Ein Mitglied des Diamantklans hat mir erzählt, dass man mit dem verdünnten Gift eines Glibunkels Medizin herstellen kann. Diese Medizin wirkt offenbar hervorragend gegen Rückenschmerzen. Nikolai kann kaum das Bett verlassen, weil er so von Rückenschmerzen geplagt wird. Ich würde die Medizin aus Glibunkels Gift gern für ihn herstellen. Glücklicherweise kenne ich die Methode zur Herstellung bereits. Das Einzige, was mir fehlt, ist Glibunkels Gift. Könntest du für mich ins rote Sumpfland reisen, dort einen Klipunkel fangen? Ich finde das 21er. Ah, dann Klipunkel. Viel Glück dabei. Das ist also ein Klipunkel. Entzückendes Gesicht, findest du nicht auch? So, mein kleiner Freund, dann sei mal so gut und gib mir etwas von deinem Gift ab. Klipunkel! Leb. Vielen Dank. Dann kümmere ich mich mal gleich um die Herstellung der Medizin. Das lief hervorragend. Dieses Mittel sollte sehr effektiv sein. Mich überrascht es immer wieder, auf welche verschiedenen Orten Pokémon uns helfen können. Wenn es doch nur eine Einrichtung gäbe, in der wir gemeinsam dran arbeiten könnten, das Leben von Menschen und Pokémon gleichermaßen zu erleichtern. Dafür müssen wir aber auch noch viel mehr über die Pokémon erfahren. Ich bin überzeugt, dass die Arbeit des Forschungstrupps für die Menschen von großem Nutzen sein wird. Kine! Mein Rücken fühlt sich an, als würde er gleich durchbrechen. Ja, ist ja gut. Ich bringe dir Medizin, die dir ganz sicher helfen wird. Dank deiner Hilfe und natürlich auch Klibunkels Hilfe kriegen wir Nikolai wieder auf die Beine. Leb wohl, Klibunkel, es war schön mit dir. Jo, sieht so aus, als denken die tatsächlich darüber nach, ein Pokémon-Center zu errichten.
Aber es ist genau hier unten. Frage ich mich jedes Mal. Vielleicht finde ich es ja mal bald heraus. So. Scheint vorher erstmal keine Quests mehr zu geben. Ich würde dann erstmal gucken, dass wir hier mit den ganzen Leuten sprechen. Zum Beispiel Nebenmission, die frechen Bediza. Blüht es oder blüht es nicht? Nee. Pokémon Kokeshi Herstellung für Anfänger. Ich muss nur eine herstellen. Ich hab so ein Kokeshi. Hallo, ich habe ein Kokeshi. Oder? Ich dachte, ich hätte eins hergestellt. Warum muss ich das immer bei mir im Besitz haben? Ich bin verwirrt, wisst ihr das? Bitte erzähl mir mehr. Steht in einem Pokédex jetzt was über Kabador? Zeig mal. Ich habe so viel gelernt. Jetzt bin ich eine richtige Kabador-Professorin. Ich weiß sogar etwas, das du nicht weißt. Sanka hat mir nämlich etwas verraten. Satsang hat mir erzählt, dass sie diese Kabador-Statue selbst gebaut hat. Auch wenn sie eigentlich lieber eine Garados-Statue gebaut hätte. Weil Garados total groß, stark und cool ist und sogar fliegen kann, hat sie gesagt. Und weißt du was? Kabador können sich zu Garados entwickeln. Wahnsinn, oder? Wenn ich du wäre, würde ich noch ganz viel über Garados herausfinden. Danke für die Sonderbonbons. Ja, eigentlich da drin. Ja. So, nächstes. Kokeshi Schlümpfe anfängt. Werde ich halt erstmal was anderes machen. Wer ist das wahre Bomi? Ich muss einfach nur hier hin zum Acker. Hey Klebunke, wie geht's dir, mein Freund? Habt ihr mich vermisst? Jetzt ist alles wieder gut. So. Der mit den Lumpen war das hier. Hast du das in Lumpen gehüllte Bomi fangen können? Habe ich das oder habe ich das nicht? Ey, ich hab's aus Versehen getötet. Hey, ich hab plötzlich viermal Weiden. Ich muss sowieso zum Strand. Fällt mir gerade ein. Da kann ich nämlich nebenbei das Bomi fangen. Bomi. So, Bomi. Was? Wo? Oh. Golbat. Ausgerechnet Golbat, ausgerechnet da, wo ich nicht hin wollte. Ich wollte mich Bomi aus dem Strand holen. Ich bin jetzt nicht so wild auf Golbat. Bei dem muss man vorsichtig sein. Da bin ich ehrlich. Massenaufkommen von Golbat kann dir eine Gefahr darstellen. Ich habe zwar jetzt das ehrwürdige Sinnoh auf Level 66, aber es kann immer schief gehen. Vor allem auf dem Kraterberg. Deswegen werde ich erstmal nicht hingehen.
So war Shaquille. Jetzt werden wir erstmal. Nee. Jetzt werden wir erstmal. Hier. Seemobs rollt eine Rolle, die Legende des Meeres, Zeichen der Dankbarkeit, die schwarze Albtraum. Pokémon. Ich keine Ahnung. Vermissten Suche im Küstenland. Moment, das muss ich doch mit. Das kann ich nicht so machen. Das muss ich schon. So, wo haben wir den? Ja. Oh, Saluna! So. So. Das war knapp. So, so. So, so. Oh nein, nicht du schon wieder. Du hast mich bemerkt und bist trotzdem, hast dich trotzdem nicht aus dem Staub gemacht. Diesen Fehler machst du nicht nochmal. Ich, Ephelia, die mittlere Banditenschwester, werde dich das fürchten lernen. So begegnet man sich also wieder. Was genau hat sie dazu gebracht? Plötzlich einen anderen Weg einzuschlagen und dann ihren Nachfolger zur Eisarena-Leiterin zu machen. Kann mir das jemand mal erklären? Weil die ist sicher nicht auf ewig Banditin geblieben, denke ich mir mal. Da muss doch irgendwas mit der Lore zusammenhängen. Oh, jetzt tut weh. Ich begreife es einfach nicht. Wie konnte ich nur verlieren? Shellcrane kann sich immer noch entwickeln. Ach, ich habe schon wieder verloren. Die Galaktik-Expedition legt bestimmt viel Wert auf dich, was? Aber das war, glaube ich, alles random. Oh, Geld. Ohne Zweifel ist das Geld. Weil so habe ich. Das ist eine der Methoden, wo ich gehört habe, dass man die farmen kann. So. Au, was war das denn? So, 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 so. Können die Berg hochklettern? Ein altes Gedicht.
Eines der alten Gedichte, die überall in der Hisui-Region ausgegraben werden. Die Handschrift lässt vermuten. Okay. Schwach ist der Mensch ohne Fänge und Klauen, denn auf nichts kann im Kampf er vertrauen. Doch eines Tages ein Blitz traf mit einem Mal wahrhaft die 10 Pokémon an der Zahl. Und diese Wesen aus Blitz und Donner geboren, die den schwachen Menschen als Hilfe auserkoren. Hierhin offenbare, so erzähle man sich, die Güte des ehrwürdigen Sinnoh sich ewiglich. Das ehrwürdige Sinnoh hat Elektro-Pokémon erschaffen? Palkia, warum erzählst du nicht davon? Das ist doch genial. So. Die andere Frage ist, wo ist sie? Wo ist die Spur, besser gesagt? Ein Torfblock! Oh, ich brauch das Ding. Oh, die Wahlreise ist gut. Ich bin wieder hier. Ach, trotzdem Torfblock. Guck ich mir mal an. Torfblock. Ein schlammähnlicher Klumpen, der getrocknet als Brennmaterial genutzt werden kann. Das Lieblingsstück eines bestimmten Pokémon. Wenn ich mich nicht irre, ist Torfblock das Mittel, um einen Ursaring in Ursaluna zu entwickeln.